Wusstest du, dass man die Namen von Hoch- oder Tiefdruckgebieten kaufen kann? Also wirklich, die Namen aus den Wetterberichten. Das ist einfach so geil, dass ich mir das genauer angeguckt habe. Und ein Hochdruckgebiet kostet 390 Euro, ein Tiefdruckgebiet 260. Nicht gerade ein Schnäppchen, aber wenn das nächste Gewitter einfach Bash heißen würde, wäre schon sehr, sehr geil. Ah, damn. Okay, Bash geht nicht, es müssen schon richtige Namen sein. Hm, aber was wäre, wenn wir es nach einem von euch benennen? Quasi dann eine Community Hoch- oder Tiefdruckgebiet. Da hätten wir dann irgendwie alle was davon. Hm, wir machen es einfach so, ich fülle das Formular schon mal aus und dann trage ich einfach den Namen ein von einer Person, die den nächsten 24 Stunden reinfolgt. Und vielleicht wird dann das nächste Gewitter nach dir benannt. Das klingt doch nach einem Deal. Ich würde sagen, es gab noch nie eine bessere Zeit, reinzufolgen, und ich fülle so lange das Formular aus.